Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Dragons Café. Ich bin in den gelben Hügeln, ich hoffe, das ist gelb und hügelig genug, auf der Suche nach einem Gourmet, der mir ein Rezeptteil gibt für ein männliches Currygericht. Seltenes Schokoladensirup, das klingt doch fulminant. Und frisches Currypulver, sehr schön. Oh, ach nee, da kommen wir eh nicht ran. Okay, vergesst das. So, hier ist ein gelber Hügel. Das muss doch schon fast wie gelten, oder? Ich weiß nicht, wo wir diesen sagen und wo wir einen Gourmet finden sollen. Ich laufe hier gerade einfach wild rum und hoffe, dass hier irgendwo jemand steht und uns was gibt. Aber wenn wir Pech haben, bin ich total falsch. Das Personal faulenzt. Ist nicht so gut, aber ich bin hier gerade... Ich muss Maurice helfen. Ich habe eine Mission. Hilfe von Maurice. Das sind zwei Legevögel, die muss ich auf jeden Fall gleich mitnehmen. Ist hier nur so normales Universalmehl? Oh, wie langweilig. Ups, das habe ich glaube ich aus Versehen gedrückt. Das wollte ich nicht. Da ist jemand. Sehr gut. Wir haben den Gourmet gefunden. Und ein paar Legevögel auch gleich mitgenommen. Genommen, wie komme ich schon runter? Wie komme ich runter zu dem jungen Mann? Wie komme ich schon runter? Lass mich schon runter. Ernsthaft jetzt. Ich bin gefangen. Ich will zu dem Typen da. Oh, was haben wir hier noch? Oh ne, das hab ich gedüngt aus Versehen. komm ich hier nicht runter? Nicht jetzt? Ja, Kyoto ist doch gut. Kyoto ist auch wieder am Rumnerven hier. Willst du ein Eis? Super blau. Was ich eigentlich lieber weiß haben möchte, aber naja. Entschuldigung. Manchmal krächze ich wie ein Vogel, was nicht so gut ist. So, okay, wir müssen jetzt irgendwie diesen jungen Mann erreichen. Das ist jetzt echt anstrengend, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt irgendwie so rum, dann nach hinten. Ich habe keine Ahnung. Was gibt's hier? Kidneybone, sehr gut. Die brauche ich auf jeden Fall. So, muss auch noch so ein Vögelchen mitnehmen. Oh, jetzt. Kyoto? Willst du das Fleisch irgendwie holen? Nee, hä? Okay, lass dir Zeit. Alles cool. Ich suche weiter den Typen. Oh, hier kann ich auch noch was mitnehmen. Oh, wieder nur mehr, ne? Nee, ist jetzt nicht so. Da brauche ich erstmal nichts. So, wie komme ich denn jetzt hier zu dem Typen? Alter. Ich renne jetzt hier nicht ernsthaft. Ach, da ist er. Oh, Gott sei Dank. Da oben ist er ja schon. Na komm, dann nehmen wir den Vogel auch noch. Oh, okay, dann halt nicht. So, was? Wie komme ich da hin? Wow. Wie gemein ist das denn? Okay, wir müssen irgendwie den zum Typen finden, Leute. Wir kriegen das schon noch hin. Vor 0 Uhr. Irgendwie, keine Ahnung. Leute von irgendjemandem irgendetwas verfolgt. Schwere Stapfschritte. Wo kann ich denn da jetzt hin? So rum, ne? Wo ist er denn? Da hinten. Ah, oh, endlich. Hi, was möchtest du? Ich sammle Delikatessen. Normale Speisen interessieren mich nicht. Bring mir eine mächtige und starke Speise, die dir sowohl Sieg wie auch Niederlage beschert hat. Ich bringe dir dafür rudimentäre Kochtechniken bei, die ich mit eigenem Gaumen verkostet habe. Was? Eine mächtige und starke Speise. Sowohl Sieg als auch Niederlage? What? Was? Was will der? Als auch Niederlage. Oh Gott, das könnte was werden. Was ist denn hier los? Ipanema! Du musst helfen! Guck, da geht ihr schon! Leute, ihr müsst hier auch mal mitarbeiten. Das kann ja nichts werden. So, ihr werdet jetzt hier alles schön das Zeug verteilen. Leute, gehen schon. Die haben bestimmt auch schon mal was gegessen. Und
du Cola geht's auch nicht gut. So, okay. Und, oh, Billy. Leute, ihr müsst arbeiten. Sonst klappt das alles hier nicht. Ist man einmal außer Haus, gerät hier alles außer Fugen. So. Okay. Na, Leute, macht doch mal hier Platz ein bisschen. So. Okay, dann, na, so. Okay, alles klar, er möchte eine ganz super tolle, mega krasse Speise, aber ich weiß leider nicht, was er möchte. Krabbencocktail, Chili con Carne, Frappé, Schaschlik, Schokokrabben, Reisbrei, Steakschale, Garnelenkratzer, Pfannkuchen. Ich habe keine Ahnung, was der für eine Speise von mir möchte. Absolut keine Ahnung. Gourmet. Ich weiß nicht. Ich guck mal im Internet nach. Ich guck mal nach Männer. Curry. Sieg als auch Niederlage. Meiner Curry Little Dragons Café Men's Curry. So, was möchtest du denn? Taking a dish. Okay, darauf wäre ich jetzt nie im Leben gekommen. Okay, wartet. Darauf wäre ich nicht gekommen. Nie im Leben. Wartet. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich probiere es einfach mal. Machen wir das mal. Hoffentlich klappt es so, wie ich mir das vorstelle. Okay. Läuft gut. Mal gucken, ob es so geworden ist, wie ich es dachte. Misslungenes Gericht. Okay. Mal gucken, ob es das ist, was er wollte. Ich ziehe direkt nochmal nachts los, um ihm sein Wunschgericht zu bringen. Mal gucken, ob es... Da wäre ich nie drauf gekommen. Gut, dass ich direkt nachgeguckt habe. Das wäre eine Katastrophe geworden. So, schauen wir mal. Schauen wir mal spät nachts losstampfen. Damit ich direkt morgen dann für Maurice das Gericht kochen kann. Man möchte ja schließlich alle hier zufriedenstellen. Mehr oder weniger. Ich hoffe, das gelingt mir. So. Alles Kalärchen. La 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 la. La 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 la, du kannst mir nichts, du blöder Tier, du Zuri, ich bin zu dumm zu reden. So, wo geht es lang? Kann ich gleich irgendwie vielleicht hier lang? Ich weiß nicht. Kann ich auch hier so zu ihm? Nee, das ist doof. Huch, und es ist dann schon der nächste Tag. Ja, ist okay. Kann man machen, ne? Immerhin habe ich ordentlich doch mitgeholfen am Ende. Das wäre sonst ordentlich in die Hose gegangen alles. Ich mag gar nicht dran denken. Na, man kann seine Angestellten nicht unaufsichtigt da alleine alles machen lassen. Das wird die reinste Katastrophe. Oh, hier kann ich auch wieder was mitnehmen. Sehr gut. Sojasauce. Ganz viel Sojasauce. Ist Kyoto blau geworden oder ist es nur das Licht? Bist du blau oder ist es das Licht? Ich glaube, du bist blau geworden. Oder ist es das Licht? Nein, ich glaube, du bist blau.
Oder es ist das Licht. Aber ich glaube, er ist blau. Okay, ich schau auf damit. So, jetzt haben wir einen blauen Kyoto in unserer Mitte. Kann ja mal passieren. So, okay. Wo ist denn jetzt der Junge her? Ich muss erstmal hier hoch. Krieg ich's hin? Jetzt. Nochmal kurzes Interesse. Speisen. Misslungen. Nee, mach. Hätte sein können, dass das misslungene Gericht vielleicht Kyoto schwarz färbt. Aber irgendein Gericht kann ihn auch schwarz färben. Also der Drache kann potenziell auch schwarz sein. Da hinten ist er. Hier, lieber Gourmet, ich habe ein Gericht für dich. Was deinen Ansprüchen entspricht, ich sende Delikatessen. Ja. Oh, das ist gut. Hier, das versprochene Wissen. Perfekt. Sehr gut. Na? Shimeji-Pilz. Was es jetzt hier alles für Pilze gibt. Wahnsinn. So, da gehen wir mal zum Papi. Und hoffen, dass er uns da was Schönes Neues draus zaubert. Ich glaube, er schläft auch nie. Ja, hier, guck, Kyoto ist blau. Oh, gleich ins Bett geschmissen. Papi? Bist du bei Mami? Ja. Hi. Männercurry. Mit extra Fleisch und extra scharf. Ich setze jetzt auf die Karte, schwing den Kochlöffel. Blablabla. Sehr gerne. Aber morgen erst. Wir legen uns erstmal ins Bettchen. Los geht's. Na, Tag, neues Glück. Heute wird das Männercurry gemacht. Jumi, hast du auf die Rückmeldung deiner Gäste gehört? Du leistest richtig gute Arbeit. Ich suche mal die besten Rezepte raus. Was gut ist, ist eine andere Frage. Ich glaube gar nicht mehr so. Ah, Nachbauernart. Hier, willst du noch blauer werden? Okay, wir gucken erstmal ganz kurz raus nach dem Fischen und nach dem Garten. Fische müssen fertig sein, Garten dürfte noch etwas dauern und dann gehen wir rein und machen das mörnische Curry. Sehr schön. Wird geändert. So, schauen wir mal, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hier fehlt noch ein bisschen was. Noch ein bisschen viel. Ja. Vielleicht, wenn ich hochgehe, ist es fertig, wenn ich Glück habe. So, wir gucken mal nach den Eiern. Normale Eier sind nicht so besonders. Ich möchte gerne spezielle grüne Eier. Ah, das ist das, was ich will. Pflaumenfarben. Ob es später noch andere gibt, so rot oder blaue? Bestimmt, oder? Ich frage mich, ob es auch noch sowas wie Milch gibt, aber ich glaube eher nicht. Schauen wir mal nach den Fischis. Und dann gehen wir rein. Und das Café macht, glaube ich, so gegen 8 Uhr auf, schätzungsweise. Und dann kann ich ja gleich den Kochlöffel schwingen, so wie es Papi gesagt hat. Ach, kommt schon. So, wie sieht's hier aus? Nee, schade. Naja, das nächste Mal. Aber wir haben ja noch genug an Meeresfrüchten über. Das dürfte kein Problem sein. Alles klar. Noch ein Stück. Ich habe das Gefühl, sie läuft gerade irgendwie schwerfälliger. So. Fette Ernte gemacht. Sehr gut. So, und jetzt auf zum Männercurry, würde ich mal sagen. Außerdem müssen wir noch ein bisschen aushelfen. Oh, ich denke, das sieht noch so aus, dass sie es selber hinkriegen. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Männercurry. Hoffentlich habe ich alles beisammen. Wo ist denn das Männercurry? Wo ist es denn? Hä? Nee, hä? Dieser Topf?
Chili con Carne. Ein Stoff. Basisrezept. Vichy-Soße. Ein Stoff. Männercurry, da ist es. Uiuiuiui. Okay, dann. Currypulver. Nehmen wir hier Zucchini-Leber und ja, so ein Schinken. Oh, dann so viele. Kommt hier mal eine Grundel dazu und los geht's. Ohne Reis? Ein Curry ohne Reis? Na gut. Wobei, ja, doch, natürlich. Oh, zweimal daneben. So perfekt, perfekt. Und dann gleich so voll verkackt. Oh. Wow, das war jetzt anstrengend. Aber wir haben es hingekriegt. Etwas scharf und es ist wundervoll. Okay, Maurice. My body is ready when yours ready. Okay, hau rein. Yume Spezialgericht. Ein beliebtes Curry im Jenseits. Das ist Männercurry. Ich kann das nicht essen. Igitt, es ist ebenso eklig wie damals, als ich es gekocht habe. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Komm, die Tränen. Ich kann nicht hören. Sie kann nicht hören. Und deshalb hört sie meine Stimme nicht. Stimmt, er kann ja auch nicht zu ihr reden, weil sie ja taub ist. Aber warum kann sie mich nicht sehen? Obwohl ich direkt neben ihr bin, warum bemerkt sie mich nicht? Es ist so eklig. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ich meine, es ist gut, aber... Ach verdammt, es ist furchtbar, aber... Aber ich liebe sie so sehr. Und alle freuen sich, das ist voll traurig. Oh Mann. Wie geht's denn weiter mit Maurice? Ein Schutzengel. Okay. Wie es morgen mit Maurice weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wie mir Let's Play Little Dragons Café. Bis zum nächsten Mal. Bye.